Hallöchen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe gestern mal einen Tag lang die Kamera mitlaufen lassen, damit ihr mal so sehen könnt, was wir den ganzen Tag so treiben, wenn wir im Garten sind. Hier haben wir die Erde an den Stellen aufgelockert, wo letztes Jahr die Wühlmäuse rausgekommen sind, weil da ja auch kein Rasen mehr war und nichts, um da Rasen auszusehen. Hier sehen wir gerade den Rasen aus und ja, es kam tatsächlich mal ein bisschen Sonne raus. Man soll es nicht glauben, aber es war wirklich so. Ja, hier werde ich gleich meine Süßkartoffeln einpflanzen. Hier zeige ich euch gerade, wie schön sie gewurzelt haben. Ich habe das ja schon in einem Video gezeigt, ja, wie ich sie zum Wurzeln gebracht habe. Jetzt weiß ich mittlerweile, dass das gar nicht nötig ist, dieser Aufstand, dass das auch anders funktioniert. Nächstes Jahr bin ich schlauer. Dieses Jahr habe ich es jetzt einfach mal so belassen. Ihr erinnert euch doch sicher noch an das Video, wo ich euch gezeigt habe, dass ich jetzt aus Samen weiße Erdbeeren ziehen werde. Und ja, das sind die Pflänzchen, die pickiere ich gerade. Denn das wird so langsam eng in den Töpfen und in dem Säckchen. Dann haben sie keinen Platz mehr. Und ja, die erste Nacht draußen haben sie scheinbar sehr gut verkraftet. Anders als ich erwartet hätte. Da mir die Töpfe mit der Blumenerde ausgegangen sind, habe ich beschlossen, dass ich die restlichen Erdbeerpflänzchen schon in einen Kübel pflanzen werde. Der steht jetzt in meiner Kübelecke. Das links ist übrigens mein Kübel mit dem Löwenzahn drin. Wie ihr seht, tut sich da auch endlich mal was. Hier pflanzt Jens gerade die ersten Tomaten nach draußen. Heute sahen sie sehr gut aus im Vergleich zu denen, die wir ins freie Feld gepflanzt haben. Die sahen nämlich irgendwie nicht mehr so doll aus. Hier habe ich mit meinem Lieblingsspielzeug, ja, die Bäume, die wir wegmachen mussten, weil sie auf meinem Dach gelegen haben, ja, bearbeitet, sodass ich die auf die Benjeshecke schmeißen konnte, weil so wie sie waren, waren sie einfach zu groß. Hier pflanze ich gerade die ersten Paprika ein und die sahen heute erstaunlich gut aus. Besser als so manch andere Pflanze in meinem Garten.
Und während ich die Paprika gepflanzt habe, hat Jens das Beet weiter umgegraben. Hier pflanze ich gerade die Physalis ein und ja, ich muss sagen, bis auf zwei sahen die heute echt übel aus. Also ich hoffe, da tut sich noch was. Leider müssen wir in diesem Garten umgraben, da der etliche Jahre brach gelegen hat und man sonst so nichts in die Erde kriegen würde. Fürs nächste Jahr haben wir uns aber vorgenommen, dass wir da ordentlich Mulchmaterial draufpacken, sodass wir hoffentlich nächstes Jahr nicht umgraben müssen, sondern einfach nur im Höchstfall mit der Grabegabel da mal kurz durch müssen. Hier wollte ich eigentlich ein paar von den längeren Ästen zurechtsägen, sodass sie in eine Feuerschale passen. Ja, bis der Akku halt eben den Geist aufgegeben hat. Und jetzt kommt eine meiner absoluten Lieblingsarbeiten. Hacken! Uhu. Ja, wir müssen da sehr viel bei Kräuter und Gras rausbekommen. Und ich bin sehr stolz auf mich, denn die letzten 3 Jahre konnte ich ja fast gar nichts mehr machen seit meiner OP. Und in diesem Jahr geht es mir so gut, ich kann im Garten helfen und kann was tun und kann hacken. Leute, das gab es seit 3 Jahren nicht mehr. Und während ich das Unkraut da weggehackt habe, ja, hat Jens den Weg frei gemacht. Da war halt eben auch die letzten Jahre nichts gemacht worden und da war sehr viel Erde drauf. Ja, und jetzt sieht er richtig schön aus. Und Luke hat natürlich auch geholfen, weil auf irgendwelche Sachen einhacken, das macht Spaß. Das Wetter konnte sich auch nicht entscheiden zwischen kalt, weil bewölkt und Angst vor Regen oder warm, weil Sonne. Also man wusste auch nicht, Pulli, T-Shirt, Jacke, keine Ahnung. Ja, und ich mache immer noch das Unkraut weg. Ja, das soll es dann auch schon mit dem Video gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn euch generell meine Videos gefallen, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Vergesst das Glöckchen nicht, damit ihr kein Video verpasst. Tschüss!